Na, hallo alle miteinander. Ich mache mal ein Unboxing-Video mit euch. Die Ofenrohre sind gekommen. Und der Zeus fürs Wasser. Das wird dann nachher quasi an den Wassertank angeschlossen. Dazwischen noch die Fußpumpe. Und das ist quasi das, was nachher dann oben an der Spüle rausguckt. So, habe ich mich für die Variante entschieden. Das wird noch ganz schön. So, und dann die Ofenrohre, das ist für innen drin. Das kommt dann am Willow, das wird dann hier gekürzt, dass das von der Höhe her passt. Hier mit so einer Klappe. Und die haben, oh, die klingen so schön. Also, naja. Und jetzt sind hier die Übergänge gekommen. Oh. Hier wird dann irgendwo hier ist dann nachher, wenn es passt, die Wand. Und das ist dann der Kragen für von innen ran. Das ist der Wetterkragen für von außen. Ja, mal gucken, dass wir das irgendwie passend dahin kriegen. Das wird noch interessant. Naja, das hier ist nachher der Abstandshalter, der nachher da oben irgendwo ist. Oh, das ist wie Weihnachten. Guck mal, es nimmt kein Ende. Das müsste der Bogen sein. So, das ist nämlich so dickes 2 mm Stahlblech, wo die Wärme nach innen immer noch abstrahlt und ab draußen, also hier irgendwo, wie gesagt, ist ja dann die Wand. Eigentlich passt das. Und dann wird es doppelwandig, einfach, dass da drin nicht mehr so viel kondensiert. Wieder auseinander. Naja. Oh, das geht ja cool. Genau, hier ist der Übergang. Zu dem, das stecke ich jetzt nicht aneinander, weil das geht super schwer wieder raus. Die hier, die gehen. Genau, dann habe ich hier die Reinigungsklappe. Geil. Da kann ich von außen nach oben und nach innen reinigen. Quasi bis zu diesem Schieber. Von unten komme ich von innen ran. Geil. So. Guck mal, das geht ja hier noch. Ne? Kann man den sogar. Ja, das dürfte, müsste. Naja, dann ist noch ein ganz langes Stück. Ich mache jetzt mal die Kurzversion. Oh, der wird süß. Also ist noch 1,20 m oder 1,50 m oder was ist das? Ne, ein Meter Stück. Hoppala. 1 m lang und dann das müsste noch 50 cm sein. Schieb's jetzt mal nicht ganz drin. Wie gesagt, Meterstück und dann ist hier irgendwo der Halter. Und dann. Tada! Ah, muss ich mal gucken. So. Und hier ist dann noch, wo die Verbindung zwischen dem Meter und dem Meter 50 cm Stück ist, ist hier noch so ein Halter dann oben, wo ich kann den oben auf dem Dach nochmal abspannen. In drei Richtungen. Und dann der Halter und oben, ich glaube, das reicht, wenn ich da zweimal Richtung Dach abspanne.
Da wackelt da gar nichts mehr. Hier muss ich mal gucken, habe ich jetzt, glaube ich, verkehrt drum reingesteckt. Naja. So. Hihi. So in etwa sieht das dann aus, 9 Meter länger. Yeah. Ach, wie schön. Hier wartet das Bleiglasfenster darauf, wieder eingebaut zu werden. Legt euch mal kurz hin. Das ist Ofenrohr. Ja, keine Ahnung, ob sich jetzt gut angehört hat. Es hört sich in live sehr geil an. Das andere Teil auch, ist aber schwer zu spielen. Es geht voran. Der lange Mann da oben. Tschüss.